Fliegen, finde ich, kann man sehr sicher betreiben. Man kann es aber natürlich auch sehr gefährlich betreiben, wie halt alles auf der Welt. Ich kann super sicher Motorrad fahren. Ich kann mich aber auch so scharf in die Kurven legen, dass es mich natürlich sofort reinsemmelt. Ne? Beim Fliegen gibt es verschiedene Sachen, womit man sich selbst gefährden kann. Das fängt schon mal an bei der Wahl der eigenen Ausrüstung. Das heißt, da gibt es verschiedene Ausrüstungen für verschiedene Könnenstände. Und wenn man sich da einfach schon mal von vornherein zu motiviert für die falsche Ausrüstung entscheidet, das heißt zum Beispiel für den geübteren Piloten oder für den sehr geübten Piloten sich eine Ausrüstung kauft, obwohl man noch gar nicht so weit ist, gefährdet man sich allein dadurch schon mal. Das muss man einfach sagen. Es gibt Ausrüstung für Anfänger, die sehr, sehr sicher ist. Und oder für Leute, die wenig fliegen, kann man das auch sagen. Gelegenheitspiloten, mit der die Ausrüstung macht auch Spaß, damit zu fliegen und bietet halt sehr, sehr, sehr viel passive Sicherheit. Und wenn man da von vornherein zu ambitioniert rangeht, dann kann man sich schon allein dadurch den Flugspaß verderben, dass man einfach durch die Ausrüstung überfordert ist. Ich fliege ja jetzt auch schon länger. Ich fliege jetzt auch inzwischen schon fast 10 Jahre. Und mir ist noch nie wirklich was passiert beim Fliegen. Ich bin der Meinung, dass ich eine sehr defensive, aber trotzdem gute Pilotin bin. Und deswegen finde ich, man kann Fliegen sehr sicher betreiben. Man muss aber eben auch aufpassen. Und man muss eben wissen, was man tut beim Fliegen. Und natürlich ist es ein Draußensport, das Fliegen. Es ist so ein bisschen wie Skifahren. Es kann natürlich mal alles dumm laufen. Wenn ich mich jetzt auf einer unebenen Wiese, kann es sein, dass ich mal in ein Hasenloch oder so trete und dann kann ich mir eben auch mal einen Fuß brechen. Natürlich kann da auch mehr passieren, ne? Wie beim Motorradfahren auch. Ich möchte es nicht unbedingt runterspielen, aber es ist alles eine Frage, wie gehe ich da selber mit ran? Was wir immer sagen oder was meine Meinung vom Fliegen ist, dass wenn ich das Fliegen sehr ernsthaft betreibe, dann kann ich da den maximalen Spaß rausholen. Ich darf da halt nicht so rangehen wie, da kann ja eh nichts passieren, das ist super sicher. Dann, finde ich, fliegt man gefährdet. Was einen auch überfordern kann natürlich, sind die Flugbedingungen, selbstverständlich. Und auch da muss man die richtige Entscheidung treffen. Viele Piloten wollen natürlich oben bleiben, wollen Thermik fliegen. Das heißt aber nicht, dass die thermikstärkste Zeit immer die beste Zeit ist, fliegen zu gehen, weil starke Thermik eben auch starke Turbulenzen mitbringt. Das muss man sich vielleicht einfach so vorstellen. Starke Thermik heißt ja, dass irgendwo Luft schnell aufsteigt, in der man mitsteigen möchte, das ist die Thermik. Und nebenan muss natürlich Luft runterströmen, um die Luft zu ergänzen, die vom Boden wegströmt nach oben hin. Und im Grenzbereich dieser Luftmassen, dieser nach aufwärts bewegten Luft und nach unten bewegten Luft, gibt es natürlich Turbulenzen. Und wenn die Thermik stark ist, dann ist auch die Turbulenz stark. Und wenn man dann fliegen geht, gefährdet man sich. Das würde konkret heißen, für den Beginner oder für den wenig geübten Piloten, dass er mal besser die Mittagszeit meidet, wo die Thermik am stärksten ist, sondern doch vielleicht erst abends um 5 oder um 6 fliegen geht. Dann hat man immer noch Thermik, viel großflächiger, viel angenehmer, ohne dass man sich fürchten muss in der Luft, weil es einen durch die Gegend ruppt und der Schirm vielleicht auch mal einklappt, sondern wo es relativ sanftes Steigen hat und wo man viel Spaß noch beim Fliegen hat und auch noch 2 Stunden fliegen kann. Fluggeräte heutzutage sind schon sehr, sehr sicher, muss man sagen. Aber was natürlich eine große Rolle spielt, sind die Entscheidungen des Piloten, insbesondere auch auf die Wetterlage zum Beispiel. Wann gehe ich fliegen und was traue ich mir beim Fliegen zu? Ich persönlich habe mich noch nie beim Fliegen verletzt und mache das schon seit fast 20 Jahren jetzt. Und da ist bisher immer alles wirklich gut gegangen, obwohl ich auch schon mal brenzliche Situationen erlebt habe. Aber man muss sagen, beim Fliegen ist es nicht so, dass jede Situation, die brenzlig ist, auch gleich ernst endet, sondern man hat noch eine Menge Luft meistens unter sich und dadurch auch noch ein gewisses Polster, sodass man auch brenzlige Situationen noch wieder entschärfen kann. Und die müssen nicht immer gleich mit schweren Verletzungen enden. Trotzdem ist es natürlich nicht schön, solche brenzligen Situationen zu erleben. Ich glaube, der Unterschied vom Gleitschirmfliegen zum Fallschirmspringen ist, dass, glaube ich, der Fallschirmspringer Adrenalin im Blut haben möchte, dass das was ausmacht beim Fallschirmspringen, und beim Gleitschirmfliegen möchte man das genau das eben nicht. Ja, das ist gar nicht, glaube ich, so eine Sportart, wie sich das viele vorstellen, mit irgendwie Action und man muss da irgendwie ein ganzer Kerl sein, um sowas zu machen, sondern das kann man sehr
entspannt und auch sicher betreiben, das hängt auch eben viel von der persönlichen Entscheidung ab. Maximale Ernsthaftigkeit führt zum maximalen Spaß beim Fliegen und zur meistgrößten Sicherheit.